Ja, wir befinden uns ja in einem enormen Transformationsprozess, wo man mit der Digitalisierung Leerfahrten vermeiden kann, Prozesse optimieren kann, Lieferdaten, Transportverläufe, Lagerbestände genauer erfassen kann und in Sekundenbruchteilen übertragen kann. In dieser Welt muss eine moderne Industrie einfach technologisch an der Spitze sein. Standardisierungsprojekte ist ein Thema, mit dem wir uns ständig auseinandersetzen. Welche Prozesse können wir standardisieren? Und natürlich können wir auch immer wieder dem Gesetzgeber, sei es in Brüssel, sei es in Berlin, klar machen, welches Potenzial in der Digitalisierung liegt. Wenn man Leerfahrten vermeiden kann, dann ist das auch ein guter Beitrag zur Verringerung der Stickoxide in Städten, zur Verringerung der CO2-Emissionen. Das heißt, dass man nicht über Verbotsstrategien kommt, sondern über modernste Digitalisierungsprozesse. Das dem Gesetzgeber klarzumachen, ist eine ganz wichtige Aufgabe des VDA.